Hallo, du lieber Naturmensch. Ich war das erste Mal bei Primark, Leute. Es ist gruselig. Es war so voll. Oh, und dann sagte, ich habe tatsächlich die Verkäuferin gefunden. Die sagte dann, wie, Sie sind das erste Mal hier? Ja, ich sage, ich bin das erste Mal hier. Und ich muss das jetzt auch nicht irgendwie noch öfter. Aber ich wollte unbedingt Ihre Plüschleggings haben. Ich wollte die nicht wieder im Internet bestellen. Ja, und dann habe ich tatsächlich noch Plüschhose geholt. Und Plüschsocken. Angeblich, die warm halten. Ja, so. Ne, sowas hier, eigentlich aus dem Lidl. Und die Plüschleggings, die ich hier seit ich weiß nicht wie viele Tagen anhabe, weil ich eine normale Leggings gar nicht mehr vertrage, weil ich da nur drin friere. Die habe ich aus dem Internet. Die geht so langsam kaputt. Und die war fast viermal teurer als das Ding jetzt von Primark. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die vertrage. Dass ich da nicht irgendeine Krätze von kriege. Ja. Ich war ja mal. Also, ich habe ja hier auch so ein Video. Da heißt es, ich bin eine Öko-Tante, ne? Ja, und ich war wirklich mal so richtig Öko. Ich habe nur, Achtung, den habe ich auch an, nur sowas getragen. Aus Wolle. Ich habe sogar noch einen aus Seide und Wolle. Alpaka-Wolle, glaube ich sogar. Ach, den macht gerade meine Freundin Eva wieder schön. Der war schon so verblichen, so gelb. Oh, den hätte ich schon beinahe weggeschmissen. Aber sie sagt, nein, ich kriege den wieder hin. Und die ist so lieb, die ist so lieb. Ehrlich, ja, aber wisst ihr, warum ich jetzt auf sowas ausweiche? Wolle ist nass, wenn sie nass ist. Und die ist dann auch nass und noch länger nass. Die hat zwar einen Puffer, der ist echt genial, ja? Ne? Also eine ganz, ganz gewisse Menge an Feuchtigkeit puffert ja Schurwolle. Aber wenn die nass ist, kriegt ihr nicht trocken. Aber sowas hier geht viel schneller. Geht viel schneller. Ihr habt so mittlerweile sogar so ein Turban-Dings und sogar ein Handtuch aus Plastik. Das sind bestimmt alles ehemalige blaue Lidl-Flaschen oder so. Ey, gruselig, wirklich gruselig. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas trage. Ganz ehrlich. Und jetzt habe ich da ist die Tasche. Sogar eine Schlammanzughose aus Plastik. Habe ich 3000 Mal überlegt. Ich bin hin und her und habe gedacht, nimmst du das jetzt mit? Nimmst du das jetzt mit? Scheiße, ja, ich nehme es mit. Weil die kann ich dann über die Plüschleggings ziehen. Vorne sitze. Weil ihr könnt mich ja, ne? Aber ich gehe erst nach hinten, wenn ich wirklich schlafen will. Ich habe keine Lust, da hinten zu essen oder nee. Also erst letzte Hunderunde und dann gehe ich nach hinten. Vorher sitze ich hier. Das ist mein Ofen. Manchmal mache ich dieses Teelicht an. Das ist sogar richtig gut. Du kannst so die Hände drüber halten. Passt. Ja. Ich trage Plastik mittlerweile, Leute. Ich die Öko-Frau.